Kiesleute, herzlich willkommen. Helle, herzlich willkommen aus der neuen Unterkunft. Wir sind im Hideout. Der eine oder andere hat es auf jeden Fall schon mal gesehen, irgendwo auf Instagram oder YouTube oder wo auch immer. Und ja, wir haben uns auch eine Nacht gegönnt. Mehr war auch nicht frei. Kostet 230 Euro die Nacht jetzt. Wir dachten, wir gönnen uns mal, ne? Oder? Richtig gönnen? Ja, sieht richtig cool aus. Ja, so sieht das Ganze aus. Also Tiere können halt auch rein. Deswegen drinnen steht auch Mückenspray, Moskitospray zum Einsprühen für die Nacht. Wer Insekten nicht feiert, der sollte hier nicht einchecken. Ich glaube, man könnte die eine oder andere Begegnung machen. Ja, wir haben hier so einen kleinen Lagerfeuer. Dann haben wir hier so einen kleinen Pool, den wir noch nutzen werden. So, wir gehen mal rein. Dot, dot, dot. Hier haben wir so eine kleine Sitzgelegenheit mit View. Da sitzt eine Elle. So, dann geht's hier rein. Hier ist das Bettchen mit Moskitoschutz. Ja, hier so eine kleine Sitzgelegenheit. Ganz cool, hier kann man sich eintragen. Ansonsten hier so eine kleine Küche, sage ich mal. Kann man sich was kochen. Kühlschrank. Waschbecken finde ich ganz cool. Hier sind wir nämlich im Badezimmer. Hier ist die Dusche. Und hier haben wir das Badezimmer. Und den Thron. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Wir gehen mal den anderen Gang zurück. So. Und da wären wir wieder. Bei der Elle. Elle macht Instagram. Machst du Instagram? OnlyFans? Kein OnlyFans, kein Geld. Ja, hier drinnen kann man sich noch was zu essen bestellen. Wir haben uns auf jeden Fall was bestellt. Das kommt dann gleich in einer halben Stunde an. Preise sind okay. Ich glaube, es geht immer günstiger. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Essen. Boom. So, unser Essen ist angekommen. Schön mit Folie drüber. Aber sieht lecker aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich satt werde. Bist du satt? Ja. Bucht auf jeden Fall ziemlich rechtzeitig, denn es ist immer ausgebucht. Ist sehr schwer, einen Platz zu kriegen, also wir hatten noch ein bisschen Glück. Guten Morgen! Wie war die erste Nacht hier? Interessant. Durchgeschlafen habe ich nicht. Tja, ich habe durchgepennt. Ist richtig. Ich finde es eigentlich ganz cool, mal ohne Aircondition zu schlafen. Nee, ich fand es richtig cool. Ich habe eigentlich echt gut geschlafen und jetzt gleich gibt es Frühstück. Um 11 Uhr ist uns gleich ein Fahrer ab und dann geht es Richtung Mangis. Das ist an der Ost-Südküste. Da bleiben wir dann 2 Nächte und dann geht es wieder weiter. Unser Frühstück ist arrived. Smoothie Bowl, irgendein Porridge. Sieht ein bisschen komisch aus, bin mal gespannt. Cappuccino mit Coconut Milk, Dragon Fruit Smoothie, Cappuccino. Jo, bin gespannt, ob ich satt werde. Frühstück beendet, wie fandst du es? Lecker. Wenig für dich wahrscheinlich. Für mich ein bisschen wenig. Ich hatte nur so einen kleinen Teller mit Porridge. Also ich habe einen Porridge bestellt, aber war ein bisschen wenig, war aber sehr, sehr lecker. Cappuccino mit Kokosmilch. Ja, keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht spektakulär. Ich dachte, man schmeckt so ein bisschen Kokosflair raus. Aber hat man. Also ich nicht. da finde ich normale Milch besser. Ja, wir haben gestern das Frühstück haben wir auf 9 bestellt. Die haben es, glaube ich, ein bisschen verpeilt. Und dann habe ich bei WhatsApp nochmal geschrieben und dann kam das Frühstück irgendwann danach an. Also da haben sie es ein bisschen verpeilt. Und was auch sehr schade war, unser Jacuzzi. Der geht momentan leider nicht. Ja, ist ein bisschen schade, weil eigentlich haben wir uns drauf gefreut, ne?
bisschen im Jacuzzi zu chillen. Dann kam da halt nur so ein, sorry, der geht gerade nicht, gefühlt. Hätte ich mir so eine kleine Entschädigung oder sowas hätte ich mir gewünscht, das wäre cool gewesen. Oder Essen for free, keine Ahnung. Vielleicht kommt es auch noch beim Checkout, weiß ich nicht. Ja, ansonsten, also mehr als eine Nacht lohnt sich, glaube ich, nicht. Man kann hier halt nicht viel machen, ne? Außer im Jacuzzi chillen. Ansonsten, ja, hier in der Umgebung gibt es halt nicht viel. Also klar, gibt es richtig viel Natur zu sehen, wenn man so Bock hat, schönen Ausblick zu genießen, sich so ein Reisfelder anzugucken und sowas. Denke ich, kann man das ganz gut machen mit dem Roller. Ansonsten gibt es hier absolut wenig. Also eine Nacht reicht eigentlich, weil es kostet ja auch ein bisschen was. Wir sind zufrieden mit einer Nacht. Bei uns geht es jetzt weiter Richtung Meer. Und dann Peace, Daumen nach oben. Elle, Daumen nach oben. Nein, Daumen rum. Auf jeden Fall sehr schön hier. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace, Daumen nach oben, ne? Ciao. Nein, Mann, ich will nicht. Du musst filmen. Ich will doch nicht, dass du mich filmst. Das sieht voll aus wie Scheiße. Wie Scheiße? Ja. Ich bin cool.